Jetzt gucken wir mal, ob das richtig eingestellt ist. Funktioniert das so mit der Lautstärke? Ja. Geht das? Ja. Okay, gut. Schönen guten Abend, vielen herzlichen Dank an Herrn Zwengel, an die Stiftung für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Eigentlich, und hier passt das Wort mal, müsste ich gar nichts mehr sagen, denn Herr Friedmann hat mit seiner Einführung im Prinzip schon so viel gesagt, dass wir die Diskussionsrunde eigentlich eröffnen können. Was mir besonders gut gefallen hat, Herr Friedmann, war, dass Sie auf die Grundwerte, um die es geht, gehen. Denn in der Tat haben wir im Moment diese Rückbesinnung auf Menschenwürde, auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bitter, bitter nötig. Denn diese lange Zeit für uns in der Bundesrepublik Deutschland quasi selbstverständlichen Werte, die wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, die Prinzipien, die Grundlagen unseres Gemeinwesens, werden wieder, und wer hätte das gedacht, mit Füßen getreten, in Frage gestellt, als solche. Und insofern ist es, glaube ich, genau der richtige Ansatz, wenn man über die Europäische Union spricht, auch das zu erwähnen und sich damit zu beschäftigen. Denn letzten Endes ist das der Dreh- und Angelpunkt und die Basis, auf dem nicht nur unser Staat aufbaut, sondern letzten Endes auch die Staatengemeinschaft. Ich will als Impuls vier Felder mal ganz kurz berühren, die mir wichtig erscheinen. Ich will als erstes ein paar Gedanken äußern zu dem sogenannten Rechtspopulismus. Dann einen Blick darauf werfen, was ist eigentlich in dieser Zeit die sogenannte nationale Rolle, auch im Verhältnis zur EU. Drittens dann einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, institutionelle Reformen versus Zukunftsprojekte. Und als letztes vielleicht nochmal einen Blick auf, und das ist ja eigentlich mein Thema, auf die Zivilgesellschaft schauen. Welche Rolle spielen wir im Moment und dabei und was gilt es für uns im Moment zu beachten und zu tun aus meiner Sicht. Fangen wir mal an mit dem Begriff Rechtspopulismus und ich erwähne ganz bewusst den Begriff, denn der Begriff gefällt mir überhaupt nicht. Da steckt nämlich eine Verharmlosung dessen drin, was im Moment passiert. Rechtspopulismus suggeriert als Begriff, dass eine politische Art, eine politische Technik verwendet wird, um ein politisches Ziel zu erreichen, an die Macht zu kommen. Ich finde, das untertreibt das Phänomen, über das wir im Moment sprechen. Es geht um autoritären Nationalismus, der um sich greift und der im Moment auch schon in Regierungen eingezogen ist. Diese Nationalisten benutzen bestimmte politische Spielmittel, auch populistische, und das in großem Maße. Aber die Haltung, die dahinter steht und die Konzepte, die gehen weiter und die sind auch mit dem Namen zu nennen. Es ist autoritärer Nationalismus, der in eine bestimmte Staatsform drängt, die autoritär ausgestaltet ist, die autokratisch ausgestaltet ist und die etwas anderes ist als das, was wir in der westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Und wer hinhört und hinschaut, kann das erkennen und es wird auch nicht verheimlicht, sondern es wird explizit und sehr deutlich ausgesprochen. Und es kann keinen mehr geben, der sich politisch informiert, der diese Situation verharmlosen kann. Ich erwähne immer Steve Bannon, obwohl er Amerikaner ist, weil er es als erstes aus meiner Sicht explizit gesagt hat, nämlich während der Kampagne von Donald Trump, er hat gesagt, Deconstruction of the State, wir wollen den Staat in seiner jetzigen Form abbauen, um etwas Neues zu errichten und dieses Neue ist natürlich ein autoritäres System, das nationalistische Prägung hat und damit all diese Dinge, die Michel Friedmann eben erwähnt hat, mit sich bringt, nämlich Diskriminierung, Ausgrenzung, Unterdrückung und so weiter. Je länger solche Systeme funktionieren, desto mehr Gruppen werden ausgegrenzt und unterdrückt. Und es ist nicht nur die USA, sondern es ist eben auch Europa, auf dem Bereich im Moment dieses Phänomen um sich greift. Es ist aus meiner Sicht sehr schnell gekommen. Vielleicht hat man es am Horizont aufschimmern sehen. Ich glaube auch nicht, dass die Flüchtlingskrise die Ursache ist. Ich glaube, die Flüchtlingskrise, und dazu gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, die Flüchtlingskrise ist Katalysator, Brandverstärker. Ich mag übrigens den Begriff Flüchtlingskrise eigentlich nicht, warum verwende ich ihn? Also jedenfalls dieses Phänomen, dass Menschen in das Nationale zurückstreben, die hat früher eingesetzt. Es war vielleicht verdeckter.
Aber die Geschwindigkeit, mit der diese Gruppierungen mittlerweile in Regierungsverantwortung gekommen sind, die hat mich doch persönlich auch ein bisschen umgehauen. Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es beispielsweise in Polen und Ungarn so schnell geht mit dem Umbau eines Staates hin zu einer wirklich autokratischen Veranstaltung, die sich nicht mehr Rechtsstaat nennen kann, zumindest nicht mehr uneingeschränkt. Wo Politiker an die Macht gekommen sind, die auch selbst einen Persönlichkeitswechsel hingelegt haben. Orban hat mal gestartet, zumindest von außen betrachtet, als linksliberaler Politiker, der Ungarn wirtschaftlich nach vorne gebracht hat, geöffnet hat. Das gleiche Phänomen übrigens bei Erdogan. Die Türkei ist nicht umsonst bis heute formal Assoziierungsmitglied und strebte in die Europäische Union. Erdogan hat auch zu Beginn seiner politischen Laufbahn anders angefangen. Offensichtlich verändert Macht an dieser Stelle auch Menschen, wenn eine bestimmte Strömung dazukommt. Italien, da haben sie in Italien immer schon mit instabilen Regierungsverhältnissen zu tun gehabt, das ist uns allen bewusst, aber diese unsägliche Konstellation aus Cinque Stelle auf der einen Seite einer Bewegung, die sehr schnell entstanden ist, sich verfestigt hat, die politisch schwierig zu verorten ist. Manche bezeichnen Cinque Stelle als eine Partei auf der Linken, das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ich halte deren politisches Programm für zu arbiträr, um sie irgendwie in diese klassischen Muster einzuordnen, die dann aber sich mit einer Partei verbindet, die ganz klar nationalistisch ist und in einer Regierungskoalition zusammenkommt, ohne dass es von außen betrachtet größere Friktionen gäbe in dieser Konstellation. Die sind sich zwar bei vielen Punkten nicht einig, wie man hört, aber Salvini hat es geschafft, sich als starker Mann in dieser Regierung zu etablieren. Und er scheint sich offensichtlich so durchzusetzen, dass die Regierung zumindest mal dem Anschein nach einigermaßen stabil wird. Wer hätte das gedacht? Überhaupt Salvini, vielleicht, Sie wollten es nicht erwähnen, ich sage nochmal einen Satz dazu. Das ist schon ein politisches Phänomen. Die Lega Nord war eine Separatistenpartei, die lange Jahre dafür bestrebt hat, den Norden Italiens zu isolieren. Wie hat Salvini als junger Politiker geschimpft über die im Süden, bestimmte Vokabeln verwendet, seine Landsleute diskreditiert, als diejenigen, die den Norden aussaugen und dafür sorgen, dass dem Norden nicht die Bedeutung zukommt, die er eigentlich wirtschaftlich verdient. Er schafft es innerhalb weniger Jahre, sich von der Lega Nord zur Lega als gesamtitalienische Partei so zu implementieren, dass er die entsprechenden Wählerstimmen bekommt und heute in der Regierung die maßgebliche Rolle spielt. Phänomenal, würde man sagen, wenn es einen nicht dabei erschaudern würde. Was man diesen Nationalisten nicht absprechen kann, ist politisches Kalkül und eine geschickte Hand. Und sie sind da sehr zielstrebig. Rücksichtslos und bestimmt. Und das ist etwas, was, glaube ich, unsere etablierte politische Klasse erstmal noch lernen und verdauen muss, darauf eine entsprechende Antwort zu geben. Ich habe gestern Abend mal bei Manfred Illner reingeschaut und da gab es eine Diskussionsrunde, an der unter anderem Alexander Gauland teilnahm und da war Paul Ziemiak von der Jungen Union dabei, Katrin Göring-Eckardt. Und es gab für mich eine relativ spannende Stelle, das war, als Paul Ziemiak sagte, Herr Gauland, wenn wir jetzt richtig loslegen, dann sind wir wieder Volkspartei und Sie sind weg. Ich glaube, er irrt. Vielleicht zerlegt sich die AfD durch Spendenaffäre und Co. selbst, aber wahrscheinlicher ist, dass es nur ein paar Leute betreffen wird. Und die Partei ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Und meine These ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass es nationalistische Parteien dauerhaft geben wird. Ob das dauerhaft heißt für mich auf die nächsten 10, 20 Jahre. Ich glaube, es ist politisch naiv anzunehmen, dass dieses Phänomen genauso schnell wieder verschwindet, wie es kam. Dafür ist die Zeit, in der wir leben, zu unsicher. Wir sind in einer Umbruchsphase und Umbruchsphasen bringen Unsicherheiten mit sich etc. Wir können vielleicht nachher auch nochmal über Ursachen spekulieren oder versuchen, eine Analyse zu machen. Hier sitzen ja sehr berufene Wissenschaftler, die sich vielleicht mit dem Thema schon mehr beschäftigt haben, als ich mit der Ursachenforschung. Ich kann als Bürger nur spekulieren und mein eigenes Gefühl an diese Stelle setzen, ohne dass das wissenschaftlich irgendwie hinterlegt wäre.
Also, ich glaube, dieses Phänomen, diese autoritäre, nationalistische Tendenz, dieses Phänomen wird nicht als Spuk verschwinden, sondern es ist da. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie stark wird es noch? Oder bleibt es auf einem gewissen Niveau? Und wie wir das, oder was wir dazu tun können, dass es vielleicht auf einem gewissen Niveau bleibt, dazu gleich noch 1, 2, 3, 4 Sätze. Die Auswirkung jedenfalls, oder dieses Phänomen, ist jedenfalls ein globales Phänomen. Wenn wir über Gefährdungen der EU reden, müssen wir uns immer bewusst darüber sein, dass es kein europäisches Thema ist. Das ist banal, ich will es trotzdem nochmal erwähnen, Donald Trump ist Teil dieses Phänomens. Aber nicht nur Donald Trump, auch Bolsonaro in Brasilien ist Teil dieses Phänomens. Und man hat ja im Moment das Gefühl, je radikaler diese Nationalisten auftreten, desto eher haben sie sogar die Chance, in Regierungsverantwortung zu kommen. Sie werden das auch, wie ich, in den Nachrichten, in den Medien verfolgt haben. Ich halte die Sprüche, die Herr Bolsonaro im Wahlkampf gesagt hat, teilweise für noch beängstigender als das, was Trump im Wahlkampf gesagt hat. Ja, er sprach von Säuberungen politischer Gegend. Das Verwirrende, aber nachvollziehbare oder die nachvollziehbare soziologische oder soziale Resonanz ist die einer Radikalisierung der Gesellschaft. Im Wahlkampf in Brasilien war es so, als relativ klar war, dass Bolsonaro eine sehr gute Chance hat, Präsident zu werden, fanden viele Übergriffe auf den Straßen statt, sowohl in Rio als auch in Sao Paulo und in der Hauptstadt Brasilia, auf Minderheiten. Unter dem Banner mit den Worten, wir sind Bolsonaro, ihr werdet sehen, wo ihr landen werdet, wenn wir die Macht übernommen haben. Ähnliche Phänomene gibt es in den USA, wo, ich habe mit jemandem gesprochen, aus Florida, normale Nachbarschaft, sind Leute mexikanischer Einwanderer zweiter Generation oder dritter Generation da, die voll integriert waren in den USA, die mittlerweile sagen, wir trauen uns eigentlich in unserer Nachbarschaft nicht mehr wirklich auf die Straße, weil wir uns Sorgen machen müssen, dass wir angefeindet werden, etc. pp. Das heißt, die sozialen Wirkungen dieser Regierung sind nicht zu unterschätzen. Und wenn manche beispielsweise sagen, ach gut, der Trump, der kann ja allenfalls 8 Jahre in Regierungsverantwortung bleiben und dann wird er abtreten, so eine Aussage unterschätzt aus meiner Sicht die in dieser Zeit getätigte Wirkung in einer Gesellschaft. Ja, das, was erlaubt ist, was von Präsidenten vorgelebt wird, das muss doch erst recht erlaubt sein in der Bevölkerung. Das heißt, die Vorbildfunktion, die Regierungspersönlichkeiten selbstverständlich haben, färbt in dieser Weise negativ ab und die Geister, die irgendwo, die Untoten, die im Untergrund waren, die kommen nach oben. Stichwort Charlottesville. Ja, die Rechtsradikalen, Nazis, Ku Klux Klan, die fühlen sich mittlerweile eingeladen, auf offener Straße zu marodieren. Aber wir müssen nicht in die USA schauen. Chemnitz, ja, etc. pp. Köthen. Ja, das sind Orte, wo sich eine sehr unsägliche Mischung mittlerweile Dinge zu tun traut, die vor ein paar Jahren eher hinter verschlossenen Türen oder, genauso tragisch, aber immerhin verborgen im Hintergrund stattgefunden haben. Mittlerweile wird es öffentlicher. Das heißt, es fräst sich in die Gesellschaft hinein. Auf der einen Seite, die sowieso Radikalen fühlen sich eingeladen, sich mehr zusammenzutun, zu vereinen, zu vernetzen, verlieren die Scheu. Und, das ist das zweite Phänomen, das wir beobachten können, die bürgerliche Mitte wird auch angekratzt. Auch da haben wir diese Solidarisierungseffekte in Chemnitz und Köthen gesehen. Und das ist schon dann ein Prozess, wo es uns gruseln muss. Aber auch, wir müssen auch nicht in den Osten gucken. Wenn wir in Frankfurt sind, schauen wir nach Frankfurt. Wir schauen in unsere Umgebung. Ich kenne genug Leute, wo, das hat Herr Friedmann auch angedeutet, ich kenne genug Leute aus dem bürgerlichen Lager, sehr gebildet, in Lohn und Brot, nicht in Gefahr, in irgendeiner Weise in die Armut abzurutschen, nicht in der Gefahr, in irgendeiner Weise bedroht zu sein von Globalisierung, die
eine Radikalisierung der Sprache mittlerweile an den Tag legen und diese Äußerungen, die schon aus meiner Sicht diskriminierend, ausgrenzend, menschenverachtend sind, als selbstverständlich annehmen. Das heißt, die Veränderung der Sprache hat stattgefunden, die Veränderung von Haltung. Mir sagte neulich ein ZDF-Moderator, der auch hier in Frankfurt wohnt, in der Familienhaus, irgendwo über ihm in einer Wohnung wohnt ein Banker, ganz anonym. Er hat es auch nicht spezifiziert, ich weiß nicht, wer das ist. Er sagt, jedes Mal, wenn ich ihm auf dem Flur begegne, brüllt er mich an, Lügenpresse. Es klingt erstmal wie ein Slapstick, ja? Man könnte sagen, irgendwo ist die versteckte Kamera. Nein, das ist Realität in einem Haus in Frankfurt im Nordend. Ja, wir müssen nicht mehr weit weggehen. Wir müssen nicht nach Russland zeigen, wir müssen nicht in die Türkei zeigen. Wir müssen mittlerweile in unserer Nachbarschaft schauen, rundherum und aufpassen, dass uns selbst nicht plötzlich eine Sprache widerfährt, weil es mittlerweile Gemeingut geworden ist. Heißt, das haben Sie auch gesagt, Achtsamkeit ist angesagt. Achtsamkeit mit sich selbst, mit anderen, mehr als je zuvor. Und nochmal zum Ausgangspunkt, Rechtspopulismus ist deswegen halte ich es für wichtig, auch über solche Begriffe nachzudenken, ein verharmlosender Begriff. Er beschreibt nicht Tragweite der Phänomene, die im Moment Platz greifen. Zweiter Punkt, den ich machen möchte, nationale Rolle, nationale Brille. Das hat eine Dimension, was die EU angeht, und das hat für mich eine Dimension, was das Thema Nationalisierung angeht. Ich fange mal an mit dem Thema Brexit. Irgendwie ist der Brexit für mich eine Art Brennglas dieser ganzen Entwicklung. Wenn man nach England schaut, glaube ich, kann man viel verstehen oder zumindest viel nachvollziehen an dem, was im Moment vor sich geht. Was ist da passiert? Es ist ein Referendum passiert, das aus meiner Sicht, ich sage es jetzt mal etwas übertrieben, das Ergebnis politischer Hybris ist. David Cameron hat damals geglaubt, dass er mit der Volksbefragung seine politische Macht stärken kann. Das zeigt schon mal, wie ambivalent dieses Instrument einer Volksbefragung in einer repräsentativen Demokratie überhaupt ist. Ich bleibe mal ganz kurz bei diesem Phänomen, weil ich glaube, ohne es zu wissen, und bin gespannt, was meine Mitdiskutanten nachher dazu sagen, weil darin steckt irgendwie auch die Falle, in der sich die britische Regierung im Moment befindet. Und das treibt mich wirklich gerade sehr um, auch demokratietheoretisch. Sowohl die Brexiteers als auch die Tories als Regierungspartei berufen sich immer auf den demokratischen Willen des Volkes, der in diesem Brexit-Referendum zum Ausdruck gekommen ist. Ich bin nicht überzeugt, dass das richtig ist. Aus verschiedenen Gründen. Erstens ist dieses Referendum per se ein Wegfehler in der britischen Demokratie. Das kommt nicht vor. Es ist verfassungsrechtlich nicht vorgesehen, es ist nicht bindend. Es ist eine, wenn man so will, Rückdelegation von Macht der Gewählten an das Volk in einem Zeitpunkt, für den diese Rückdelegation nicht vorgesehen ist. Und darin steckt aus meiner Sicht eine völlige Überforderung einer Bevölkerung drin, die nicht geschult ist in direkter Demokratie. Die Diskussionen rund um den Brexit-Vertrag, die Komplexität, zeigt doch, dass David Cameron sein Volk komplett überfordert hat. Ha, sagen jetzt die Brexiteers, und das ist das Argument, das dagegen immer gebracht wird, ihr denkt, wir seien dumm. Sobald man mit denen diskutiert, kommt immer gesagt, ihr denkt, wir seien dumm und hätten nicht gewusst, was wir tun. Nein, das denken wir nicht, aber ich glaube, dass insgesamt die Frage viel zu verharmlost gestellt wurde. Und wer weiß denn schon, worüber die Briten eigentlich abgestimmt haben? Es gibt Untersuchungen zu einer Volksbefragung in Neuseeland. Die Neuseeländer haben sich eine neue Flagge geben wollen. Relativ banale Abstimmung, sollte man meinen. Haben sich eine neue Flagge geben wollen und darüber sollte das Volk befragt werden. Nationalflagge Neuseelands. Und es gab im Nachhinein Untersuchungen dazu, aus welchen Gründen und Motivlagen heraus, welche Leute wofür gestimmt haben. Eigentlich, so würde man vermuten, ist es eine Geschmacksfrage. Ja,
Ja, ist die Flagge blau oder grün oder sind da Sterne drauf? Was gefällt mir persönlich am besten? Nein. Die meisten Leute haben nicht über die Flagge abgestimmt, sprich das Flaggendesign, sondern nur um ein Beispiel zu geben, die Motivation der Leute, für die oder die Flagge zu stimmen, war ganz anders. Ungefähr so. Der Ministerpräsident unterstützt diese Flagge. Ich mag den Ministerpräsidenten nicht, also stimme ich für die andere. Zum Beispiel. Oder diese Flagge ist entworfen worden von einer Designagentur, die mit dem und dem zusammenarbeitet. Ich mag die Leute nicht, also stimme ich gegen diese Flagge. Das heißt, die Motivation bei so einer banalen Frage ist schon so komplex, dass man gar nicht weiß, welche Flagge, welches Design wollen die Leute wirklich. Jetzt kommt der Brexit. Wollen sie raus aus der EU? Fragt David Cameron. Und verknüpft letzten Endes, direkt oder indirekt, sein eigenes politisches Schicksal mit dieser Frage. Naja, da liegt es doch nahe, dass es zumindest auch eine Abstimmung über David Cameron war. Da mögen viele über die EU abgestimmt haben, viele aber auch nicht. Und wer weiß, worüber eigentlich noch abgestimmt wird. Und dann stelle ich mir nochmal die Frage, ist das eigentlich eine demokratische Entscheidung, die so weit reicht, dass heute Theresa May sagt, ich setze den demokratischen Willen der britischen Bevölkerung um, wenn ich dies und das tue? Ich formuliere es als offene Frage, ich habe keine abschließende Antwort, ich habe meine Zweifel. Es ist ein systemfremdes Instrument. Es gibt keinen besonderen qualifizierten Zustimmungsfall. Wir hatten was? 48,1% versus, das ist doch keine überwältigende Mehrheit für so eine dramatische Frage. Dann kommt das Thema Manipulation ins Spiel. Die Schweizer sind geübt, die Schweizer kennen das, gehen seit Jahren damit um. Ja, und der Schweizer Politiker, der Geübte, der sagt, naja, wenn die Leute so abstimmen und das gefällt mir nicht, dann setze ich erst mal lange nicht um und warte und warte und warte. Habe ich schon gehört. Ja, in England ging das nicht so. Und dann kommt die Beeinflussung. Man muss auch hier wieder sagen, UKIP und die konservativen Tories haben es auf eine hervorragende Art und Weise verstanden, die Leute zu verführen. Und die Remainers waren blass, farblos, schwach. Wenn das aber der Maßstab ist, wie am Ende eine Entscheidung ausgeht und, Stichwort Cambridge Analytica, das Targeting von Leuten, die gezielte Ansprache, ist das dann eigentlich wirklich die Demokratie, so wie wir sie uns vorstellen? Zumindest wird auf anderen Ebenen gekämpft. Zumindest müssen wir als Demokraten wissen, dass die Mechanismen durch Social Media und durch Social Targeting ganz anders laufen als noch vor Jahren. Ich halte deswegen unterm Strich Volksbefragung, direktdemokratische Elemente, die so weitreichende Konsequenzen haben in einer repräsentativen Demokratie, für ein wirklich gefährliches Instrument. Und ich glaube, dass ein Teil des Dilemmas, in dem die britische Regierung sich heute befindet, genau dieses ist, dem vermeintlichen Willen des Volkes, der sich in dieser einen Frage wiedergespiegelt hat, Rechnung zu tragen, obwohl man gar nicht genau weiß, was das ist. Ich würde mir wünschen, dass es in Großbritannien schon lange, nicht jetzt zum Ende, schon lange Politiker gegeben hätte, die nach dem Referendum klar gesagt haben, Leute, ihr habt dafür gestimmt, aber ihr seid verführt worden. Ich halte es für Nonsens, auch wenn es mich politisch den Kopf kostet. Wir haben doch jetzt ein Phänomen, und das ist wiederum aus meiner Sicht eine Veränderung der Gesellschaft, wo Politiker, die eigentlich was anderes wollen, May war nicht für Leave. Ja, das jetzt verkaufen muss und sich auch als eine Lieberin darstellen muss, und das führt zu einer Schizophrenie. Ich muss etwas tun und darf nicht sagen, was ich eigentlich denke. Und wenn Sie mit Dritten sprechen, haben Sie dieses Phänomen permanent. Das finde ich schwierig. Wo ist denn da die Authentizität, die Politiker ausstrahlen müssen, um auch, jetzt bin ich wieder ein Vorbild sein zu können für eine Nation? Sehr, sehr schwierige Gemengelage, dementsprechend konfus ist alles. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Meine Prognose ist, die May wird ihren ausverhandelten Plan nicht durchbekommen. Sieht im Moment zumindest sehr danach aus. Sie müsste jetzt eine Vernunft einziehen, wo Teile von Labour, konservative Tories, wer auch immer sagt, das ist das Beste, was wir kriegen können, wir müssen das jetzt nehmen. Man kann ja sogar nachvollziehen, warum dieser Plan für konservative Tories nicht akzeptabel ist. Die Briten hängen erstmal irgendwie im Nirvana. Ich kann das sogar nachvollziehen. Aber gibt es eine andere Alternative? Also es ist ein sehr schwieriges Thema. Nationale Rolle, nationale Brille.
Wir haben letztes Jahr Bundestagswahlkampf gehabt und ich gehe jetzt mal nur auf Deutschland ein. Wir haben letztes Jahr Bundestagswahlkampf gehabt und Martin Schulz war Kanzlerkandidat der SPD und Angela Merkel natürlich der CDU. Martin Schulz kam aus Brüssel, das Wort Europa ist im Wahlkampf nicht vorgekommen. Mittlerweile hat Martin Schulz erkannt, und das hat er erkannt, nachdem er verloren hatte und dann die Koalitionsverhandlungen geführt hat, das war ein schwerer Fehler. Bedauerlicherweise. Was ist dann passiert? Nur mal ganz kurz. Im Koalitionsvertrag steht Aufbruch für Europa. Großes Wort. Schulz hat das auch sehr stark verhandelt. Bislang ist er nicht so richtig spürbar geworden. Bei mir ist dieser Aufbruch Europa aus Deutschland heraus noch nicht angekommen. Das kann man so sagen. Das Problem an der Sache ist, oder das Phänomen an der Sache ist, mittlerweile scheint es ja doch irgendwie zu funktionieren. Meseberg, Treffen von Merkel und Macron, da ist was ausgehandelt worden, was jetzt, Sie haben es erwähnt, offensichtlich am Montag verkündet wird, Eurozonenbudget kommt doch, und zwar im EU-Haushalt, so scheint man sich geeinigt zu haben, der Vorschlag Macrons wird umgesetzt, aber da bin ich wieder bei der Psychodynamik dieser Prozesse im Moment im politischen Raum, wir werden nicht mehr mitgenommen. Wenn Europa kein Thema im Wahlkampf ist, wie können wir denn dann akzeptieren, glauben, annehmen, dass das ein wichtiges Thema ist. Wir sitzen hier und beschäftigen uns damit. Ich rede jetzt nicht über uns, die hier im Raum sitzen, sondern die Masse der Bevölkerung. Es funktioniert doch so, dass ein politischer Diskurs stattfinden muss, der Leute auch erreicht. Wäre das Thema Europa-Wahlkampfthema gewesen, hätte es vielleicht in Deutschland eine andere Chance des Aufbruchs gehabt. Umgekehrt als Appell heißt es, wir müssen jetzt das Thema Europa sehr breit und öffentlich diskutieren und wann nicht, wenn hin zum Europawahlkampf im Mai 2019, 26. Mai sind Wahlen hier in Deutschland. Das ist in gewisser Weise, und ich bin niemand, der auf die politische Klasse schimpft, aber ich erlaube mir doch eine gewisse Kritik, das ist ein gewisses Versagen. Wenn die Bevölkerung bei den großen Themen nicht mitgenommen wird, warum? Ich glaube, letzten Endes ist ein so großes Thema wie Europa nur möglich, wenn die Zivilgesellschaft dahinter steht. Europa kann nur gelingen auf der Basis eines bürgerlichen Willens, der sagt Ja zu Europa, indem sich Bürgerinnen und Bürger Europas vernetzen, miteinander austauschen und dieses Europa in die Zukunft tragen wollen. Es kann auf Dauer nicht nur als politisches Projekt funktionieren. Und es gab Zeiten, da waren Europäer begeistert, beseelt, sind über die Straßen gelaufen, haben Grenzbäume niedergerissen kurz nach dem Krieg und so weiter. Ja, und genau sowas brauchen wir wieder. Aber da gibt es tatsächlich eine gewisse Entkopplung der politischen Klasse von der Zivilgesellschaft, die, und das sage ich ohne Vorwurf, gefährlich ist, die wir auflösen müssen. Wir brauchen da wieder mehr Kontakte und mehr Austausch und es muss in beide Richtungen mehr funktionieren. Ansätze sind da, aber irgendwie so richtig gut gelingt es noch nicht. Und das führt im Ergebnis sogar dazu, dass wir, jetzt komme ich nochmal zum Thema des Nationalen, viele nationale Tendenzen haben und Europa auch in der Mitte häufig nicht als das entscheidende Thema gesehen wird. Stichwort Söder, Ende des Multilateralismus, Stichwort schwieriges Verhältnis der CSU zu Fidesz und Orban, damit auch der EVP, der Fraktion der Europäischen Volkspartei, Fraktion unter anderem, die CDU und CSU angehören im Europaparlament. Das sind schwierige Themen, die leicht zu kritisieren sind, die aber nicht ausdiskutiert werden. Und jetzt auch bei der EVP, bei dem Kongress in Helsinki, ist man um diese Frage mehr oder weniger auch umgeschickt. Ist nicht abschließend beantwortet. Welche Haltung hat denn die EVP zu Orban, zu Fidesz? Es ist keine einfache Frage und wir sollten uns davor hüten, das leicht zu kritisieren. Denn natürlich steht, und auch das hat Herr Friedmann gesagt, ich greife es auf, das Thema Dialog und Brücke, bei denen die sagen, wir können die nicht rauswerfen, ich hoffe, dass das im Vordergrund steht. Zumindest sagt es Manfred Weber. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwer zu legitimieren, zu sagen, eine Partei, die Staatspartei ist in Ungarn, die diese Rechtsbrüche, die beschrieben wurden, nicht nur trägt, sondern vorantreibt, systematisch den Rechtsstaat abbaut, Minderheiten verfolgt, etc. Wie das Ausmaße hat, Obdachlosengesetz, sage ich nur.
Es gibt in Ungarn ein Obdachlosengesetz, wonach Obdachlose, wenn sie nach ein oder zwei Aufforderungen nicht von der Straße verschwinden, ins Gefängnis kommen, das ist eine Straftat, sie werden als Straftäter behandelt. Und vieler mehr, Wissenschaftsfreiheit. Wir kennen die ganze Geschichte der European University von George Soros, die letzten Endes aus Ungarn verschwunden ist und die ganze Open Society Foundation mittlerweile nach Berlin umgezogen ist, weil sie dort ihre politische Arbeit nicht mehr ausführen können. Als NGO, welche Haltung hat man dazu? Es ist ein komplexes Thema. Ich für mich kann die Frage beantworten. Ich würde mich klar abgrenzen und trotzdem den Dialog führen. Aber es ist komplex. Also Nationalismus, nationale Brille, nationale Themen finden auch in Ländern statt, die eben nicht regiert werden von diesen autoritären Nationalisten. Und das ist eine Tendenz, der müssen wir entgegenwirken. Wir brauchen die europäische Perspektive. Wenn Politik der Mitte, und dazu zähle ich alle demokratischen Parteien, wenn Politik der Mitte nicht die Brille der Europas aufhat, wie sollen wir die denn dann aufziehen? Wir brauchen Politiker, die europäisch denken und nicht nur ihre nationalen Interessen im Blick haben. Sonst funktioniert Europa nicht. Und gerade wir Deutschen, wir hören immer wieder aus Deutschland den Ruf, ja, wir haben doch die Griechen, die haben auf unserem Rücken, haben die sich sanieren lassen, die faulen Griechen. Ja, da werden Schubladen und Bilder bedient, die finden Sie überall. Da müssen Sie nicht nach rechts gucken, die sind in ganz vielen Köpfen drin. Und das ist so klischeehaft. Und sich mal die Mühe zu machen, zu schauen, was ist denn da an Nettoflüssen wohin geflossen und wie stehen die Deutschen am Ende da nach der Auflösung des Rettungsschirms. Das sind Rechnungen, die sind spannend, sich anzuschauen. Ganz kurz, Zukunft, institutionelle Reformen versus Zukunftsprojekte. Ganz kurz. Und dann bin ich fertig. Was braucht Europa jetzt? Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen jetzt die große Reform, den großen Wurf. Ja? Ulrike Gero, Europäische Republik, Vereinigte Staaten von Europa. Ich glaube, wir brauchen eine Arbeit daran, aber was wir ganz dringend brauchen als Legitimation sind, aus meiner Sicht, jetzt stelle ich als These in den Raum, um das zu diskutieren, sind aus meiner Sicht ganz konkrete politische Projekte, die zukunftstragend sind, die großen Themen. Die müssen wir gemeinsam und europäisch angehen. Die Europäische Union bzw. die Mitgliedstaaten müssen zeigen, dass sie willens und in der Lage sind, europäisch Dinge umzusetzen. Also mehrere Stichworte sind in den letzten Wochen gefallen. Europäische Armee, Grenzschutz, menschenwürdiges Asylrecht. Wie kombiniert man das eigentlich? Ist Europa in der Lage, das hinzubekommen, die Grenzen so zu sichern, dass man in der Lage ist, zu kontrollieren, wer geht rein, wer geht raus und gleichzeitig zu verhindern, dass Schleuser Afrikaner zu Hunderten, zu Tausenden, zu Zehntausenden übers Mittelmeer bringen, über andere Routen unter menschenunwürdigen Umständen. Es ist eine komplexe Lage, aber das sind die Herausforderungen. Klimawandel, wie kann Europa damit umgehen, kann Europa Vorreiter sein, einen Push geben, wo die USA ausfallen. Letztes Beispiel, Manager der Globalisierung. Menschenwürdiger Manager der Globalisierung. Eigentlich müsste die Europäische Union es schaffen, die Mitgliedstaaten und die Union es schaffen, den Leuten Zuversicht zu geben, weil der Eindruck vermittelt wird, wir können die Globalisierung in einer Weise organisieren, die menschenfreundlich ist, die es schafft, unsere Werte zu erhalten, die es schafft, unsere Ressourcen zu erhalten, etc. pp. Also ich bin dafür, auf dieser Projektebene genau zu schauen, da muss die EU, da müssen die Mitgliedstaaten liefern und müssen zeigen, können wir es europäisch oder nicht. Und das ist für mich die Gretchenfrage. Wenn wir in den nächsten Monaten und Jahren es schaffen, gemeinsame politische Projekte auf die drängenden Fragen voranzubringen und umzusetzen auf europäischer Ebene, dann ist auch Raum, weiterzudenken und zu sagen, die Reise geht Richtung Vereinigte Staaten von Europa oder einem anderen Verbund, wie auch immer der heißt. Aber es ist, glaube ich, nicht die Zeit für Fantastereien. Jetzt ist die Zeit der Umsetzung. Die Europäische Union muss jetzt umsetzen. Und wir Bürgerinnen und Bürger, letzter Satz, tragen, glaube ich, können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, indem wir uns politisch ehrenamtlich engagieren und jedem erzählen, ob er es hören will oder nicht. Europa ist wichtig, Europa ist unsere Zukunft und in jede Debatte gehen, die uns begegnet, egal mit wem. Danke für die Aufmerksamkeit, ich freue mich auf die Diskussion.